Salve! Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben 15.31 Uhr. Der Dow Jones handelt jetzt und wir haben, was haben wir denn heute? Donnerstag, den 2. April. In meiner Stimme merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen angespannt, denn heute kamen Arbeitsmarktdaten von Amerika. Das muss ich mal vorlesen. Infolge der Corona-Krise haben in der vergangenen Woche gut 6,5 Millionen Menschen einen Non-Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt und damit so viele wie noch nie. Damit wurde der Rekord aus der Vorwoche mit 3,3 Millionen Neuanträgen übertroffen. Analysten hatten im Schnitt nur mit 3,6 Millionen Neuanträgen gerechnet. Hat das schon mal ein Wort? Das ist schon richtig viel. Und wir haben hier im DAX gerade eben, den sehen Sie jetzt hier nicht drauf, der läuft hier nebenher, bei 9.445, eine für mich sehr, sehr wichtige Marke. Wir haben es auch schon unterbrochen. Vielmehr unterboten. Das ist also eine ganz, ganz kitzlige Angelegenheit hier momentan. Gehen wir zum Dow selbst. Das ist der Chart, eine Kerze, ein Tag. Machen wir es mal ganz emotionslos runter. Die Bänder geben momentan kein Signal. Wir sind in der Mitte der Seuchen zwischen 10 und 20 Tage Linie. Der Dow handelt im Moment bei 20.934. 10 und 20 Tage Linie. Im DAX kreuzen die sich gerade von unten nach oben. Und hier im Dow ist noch nämlich viel dran. Wir haben hier ein sehr schönes Plateau gebildet, was für den Chart sehr wichtig ist. Und das ist die Marke von 22.560. Die ist wichtig, merken Sie sich die. Wir sind an der 10-Tage-Linie. Wir haben es in einer Gegenbewegung lediglich bis zur 20-Tage-Linie geschafft. Das ist nicht viel. Ja? Aber das ist oftmals so. Wenn ein Markt stark steigt, fällt er meistens nur bis zur 20-Tage-Linie. Gleitender Durchschnitt. Nicht EMA, sondern SMA. Und wenn er stark fällt, korrigiert der Meister dahin. Wenn Sie bei ganz, ganz vielen Aktien sehen, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo das überboten wurde oder vielleicht noch nicht mehr erreicht wurde. Ja, wie auch immer, der Dow hat es erreicht. Und da sind wir dran. Wie gesagt, Bänder ist nichts, 200-Tage-Linie weit weg. Rein hier vom Chart muss ich sagen, okay, hat er gesehen, soll erfüllt und jetzt darf er mal wieder ein bisschen fallen. Was kommt hier unten? Das MACD, sehen Sie hier, das zweite Histogramm, das ist jetzt schon heute hier, das zweite Histogramm in Folge wird ist im Moment kürzer. Ich muss dann schon mal ein bisschen warten. Und das, die Stochastik gibt ein Verkaufssignal. Also sind für mich ganz klar die Wetten im Moment auf einen fallenden Dow gesetzt. Der muss nicht viel fallen, das muss er nicht. Aber die Gefahr besteht, dass wir uns hier nochmal ein zweites Standbein holen. Das kann durchaus runtergehen bis 18.200. Der kann auch jetzt hier halten, ungefähr da. Das kann er machen. Aber heute hier und jetzt ist für mich ein Long, wäre zufallsbedingt, wenn der aufgehen würde. Ich rechne, oder vielmehr, ich muss damit rechnen, dass wir noch ein bisschen weiter runterkommen. Dann wird es wahnsinnig spannend, ob der hier unten das zweite Bein macht oder nicht. Ich muss meine Meinung sofort ändern. Wenn wir diesen Punkt hier, 1, 2, 3, 4, bei 22.560 mit Schlusskurs überbieten, dann würde die 10-Tage-Linie sich anschicken, die 20er nach oben zu brechen. Eine Trendfolger wäre positiv und es würde weiter hochgehen. Aber jetzt hier um 15.34 Uhr muss ich einfach davon ausgehen, dass wir nochmal eine Etage tiefer gehen. Für beide Fälle habe ich euch Scheine mitgebracht. Im Moment, aus der jetzigen Sicht, muss ich einen Call suchen, der unter dem letzten Low liegt. Ja, auch noch unter dem unteren Band. Ich bin ein bisschen feige, gebe ich ganz ehrlich zu, 17.715. Das ist im Moment ein 7er Hebel, ist also echt nichts Prickelndes. Ich glaube, das ist der schwächste Schein, den ich jemals genannt habe für den Dow. Das ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GC00UN. Wie gesagt, 17.715. Wenn der, im Moment muss ich wirklich sagen, wieder erwarten, jetzt hier rumdreht und überbricht das hier, dann ist das hier ein Zwischentief und da können Sie natürlich höher gehen und können einen so um die 20.200, 20.400 nehmen. Ganz klar. Aber jetzt im Moment muss ich erstmal so ein Defensivteil suchen, das ist hier unten. So, schauen wir mal nach dem Put. Und den möchte ich gern hinter diese vier Kerzen hier legen, also hinter die 22.560. Und da habe ich mich für den hier entschieden. Das ist ein 22.760er, also 200 Punkte dahinter. Ich habe also jede Menge Zeit, um das Ding stoppen zu können. Das ist ebenfalls ein Open-End-Chart von Goldman Sachs, in diesem Fall die GC0FQB. GC0FQB. Im Moment glaube ich nach wie vor, der Markt hat das noch nicht verdaut. Wir haben eine schöne Korrektur gesehen, ja, aufgrund des heftigen Abverkaufs.
Dead Cat Bounce, fürchterlicher Ausdruck. Ja, aber so, wir sind da wieder hoch. Wir haben nur die 20-Tage-Linie gesehen. Finde ich jetzt erstmal ein bisschen schwach. Ich habe die Wetten eher auf der Downside. Werde meine Meinung sofort ändern, wenn wir hier drüber gehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, bleibt gesund. Ciao.